bisschen Musik wieder an. Das war sehr entspannt gewesen. Die haben wir alle kontrolliert. Okay. Ah, warte mal, da oben. Wichtig. Wir haben jetzt hier drei Räder. Da ist eine Eingangstür. Okay. So ein bisschen wie die Tafeln unten. Fangen wir einfach mal mit den. Oh, wo ist eine Ewigkeit? Ah, einer fehlt. Hier. Da haben wir Ewigkeit. Okay, fangen wir gleich mal bei Ewigkeit an. Die sind alle oben. Im Endeffekt. Ah, okay. 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 Mehr oder weniger. Okay. Mit welchen fangen wir am besten an? Für mich ist das Plausibelste die 2 irgendwie. Also hier unten, da kann ich gar nicht zeigen, ist, totes Blut, vorbestimmt unvermeidbare Verwandlung, ewiges Leben, Wassertier. Pupupupupum. Ich würde sagen, versuchen wir mal hier unser Glück. Ah, okay. Gute Frage, nächste Frage. Wir haben, glaube ich, für das Rätsel jetzt schon mal alles gefunden. Kombinierte Symbole ergeben neue Wörter. Ewige Verwandlung, ewiges Leben. So, ewiges Leben. Seltsame Symbole im leeren Becken. Sind dieselben Symbole. Wir probieren mal was aus. Verwandlung. Wir sind jetzt bei Verwandlung. Oh, das haut schon mal hin. Wenn. Dann. Der muss runter. Der muss nach oben und der nach ganz links. Hätte ja klappen können. Obwohl, warte mal, müssen wir nicht noch was hier drücken? Nee, hier nichts mehr. Water Animal, ja, auf alle Fälle wichtig. Ha. Okay. Wasser. Wassertier, genau. Wassertier ist die 3.
Komme ich jetzt aber darauf? Oh, das wird auf alle Fälle schwer. Der Oberraum ist also ein Hohlraum in Fischkopf und mit komplexen Wandgemälden verziert. Harry hat wohl herausbekommen, dass diese Symbole in Wahrheit Wörter sind. Er hat lange damit zugebracht, ihre Bedeutung zu entschlüsseln. Also wir haben auf alle Fälle alles, was wir hier brauchen. Wir müssen halt nur die richtige Kombination finden, wa? Das ist so ein bisschen das eigentliche Problem. Ich hatte erst gedacht, tatsächlich, weil wir hier seltsame Bowle oben links im leeren Becken hatten, die hätte man dazu zuordnen können. Was haben wir die Sternchen hier zu tun? Gute Frage. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ich jetzt hier machen kann. Leben lebendig, okay. Woher wissen wir jetzt, wo wir was hinbringen müssen? Ewiges Leben. Kombinierte Symbole ergeben neue Wörter. Totes Blut, vorbestimmt unvermeidbare Verwandlung. Wassertier. So, die ergeben sich ja erst, wenn wir hier die Symbole betätigen. Ja, trotzdem gute Frage, ey. So, wir haben 1, 2, 3, 2 mal 3. Also, totes Blut. Fangen wir mal so an. Ist eine Kombination aus drei Worten sogar. Aus Leben, ewig und flüssig. Jetzt ist die Frage, wie kombinieren wir das? Wie kombinieren wir das? Oben. Können wir es probieren hier unten. Aber macht da wenig Sinn. Irgendwie habe ich das Gefühl. Nope. Harry threw a bottle against the wall. Was it because he was frustrated for not deciphering this? Or because of what he discovered when he did? Ach, super. Es ist aber auch keine Hilfe gewesen, um ehrlich zu sein.
Okay. Immer mal wieder gucken. Immer mal wieder gucken. Jetzt noch mal hier irgendwas? Wasser flüssig, ja, okay, das ist ja alles in Ordnung. Mein größtes Problem ist eigentlich, ehrlich gesagt, eher diese Räder. Wo lasse ich die jetzt stehen? Das ist flüssig. Wir haben quasi flüssig und was haben wir hier? Verwandlung. Das hatte ich ja nämlich auch schon ausprobiert. Naja, also nicht direkt ausprobiert. Also ich hatte schon das nach den Symbolen hier geordnet. Dass man sagt, jetzt hier unten weil das hatten wir schon gehabt. Das wäre aber dann auch zu einfach gewesen. Ist mir denn auch ein bisschen klar? Mit denen können wir nichts machen. Also einfach nur hier den Mechanismus betätigen. Oh, ich sehe noch was. Broken liquor bottle. Is this Harry's? He hates booze. Eieieiei, was hat man noch? Verwandlung. Also für mich flüssige Verwandlung, ewiges Leben. Oder ein Leben lang. Komm, wir machen die alten nochmal vom Ursprung. Alles mal hier wieder hoch. Ist ja schon auf oben, okay. Ah. Was an den Wänden, wo man sagt, das passt irgendwie zusammen, auch nicht so ganz. Also hier haben wir flüssig. Wie kriegen wir jetzt raus, wo hier was gesteckt wird tatsächlich? Genau, flüssig, hier verwandeln sie sich. Leben und ewig. Kennen wir irgendwas? Wassertier. Das heißt, ja, was heißt das? Water Animal. Das wäre ja Wassertier, wäre irgendwie das und das. Hä? Ist ein bisschen kurios.
Das hat er uns extra angezeichnet. Was hat hier eine Hilfe vielleicht hierfür? Oh. Wo steht das eigentlich? Ist das jetzt 1 oder was? Die 2. Machen wir einfach hier auf 2. Der Dreieck. Ja, wäre irgendwie die 3. Oder beziehungsweise. Die 3 ist ja da. Ach, siehste. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, wahrscheinlich hier drei, vier. Vielleicht hat eine Reihenfolge? Das wäre aber jetzt auch Quatsch, wenn ich das hier zweimal mache. Und jetzt hier dreimal. Eins, zwei. Oh nö, ich habe keine Ahnung, wie habe ich das denn gemacht? Oh Leute, das tut mir echt leid. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt gemacht habe. Ich hätte es hier bis 3 gedreht. 1, 2, 3. Beziehungsweise 1, 2, 3, 4. Was haben die Sterne hier zu bedeuten? Zumal, jetzt haben wir die Kombination. Ich werde aber nicht daraus schlau, wa? Ich werde nicht daraus schlau, um ehrlich zu sein. Nee, das werde ich hier irgendwie echt nicht. Okay. Also wenn ihr wisst, wieso, weshalb, warum die Kombination... Ich wurde daraus nicht schlau, wa? Ey, wir müssen gerade kurz nochmal angucken. Ich wurde daraus nicht schlau. Kombiniere Symbole, ergeben ein neues Wort. Verständlich. So, wir gehen jetzt mal von flüssig und Verwandlung aus. Rotes. Wassertier. Drei und zwei. Also... Ich weiß es nicht. Ey, tut mir echt leid, wa? Was haben wir hier? Oh. It appears Harry didn't advance any further. Ich komme nicht weiter. Ich habe alles versucht, aber es funktioniert nicht. Was fehlt noch? Die Reihenfolge hat gestimmt und meine Hand? Ich kriege das Ding nicht zum Laufen. Ich muss den Fluss da unten überqueren. Aber wozu eigentlich? Oh. Mir wird langsam wahnsinnig. No. Those are drums of some sort. Was passiert? Wrong. Let's try again.
Nein! Ach, scheiße, ich hab mich vertippt. Also von vorne. Aber ja, wir müssen einfach nur zuhören. Bom, bim, bam. Kann ich auch mein Steuerkreuz machen? Nee, also ein bisschen aufpassen müsst ihr hier. Mir ist nämlich auch gerade passiert. Mit dem linken Stick ein bisschen zu schnell geklickt. Da war ich gerade stehen geblieben. Eins, zwei. Und jetzt. Dreimal, wa? This technology never ceases to amaze. Wow, cool. Ja, sowas kann ich wieder lösen. Sowas Einfaches, ist natürlich klar. Gucken wir uns gleich an. Ey, ich wirklich. Mir lässt das keine Ruhe, wa? Mir lässt das keine Ruhe. Wir haben 1 oder oben, zack, Unterstrich. Warum? Das Doofe ist das Einzige, wo ich jetzt noch sagen könnte, was plausibel wäre, wenn man jetzt die linke Zeichnung sich ansieht, bei unter dem seltsamen Symbole in leerem Becken, wenn man einfach mal das einmal vertikal spiegelt, dann würde es hinhauen, dass das Flüssigsymbol oben ist, mit den Doppelpunkten für Verwandlung, denn ja, 1 ist. Dann geht es weiter, das rechte Dreieck, das steht ja für ewig. Und dann ja, aber auch dann irgendwie nicht, weil dann... Das war erst so meine erste Vermutung gewesen, aber warum 2-2? Weil die zusammengehören vielleicht? Das kann vielleicht sein. Also das könnte gut sein. Leben und Ewigkeit bilden ein Wort und Flüssig und Verwandlung sollten kein Wort bilden, sondern ein eigenständiges. Flüssige Verwandlung für ewiges Leben, irgendwie so. Also, aber ich bin ehrlich, ich fand es jetzt nicht so einfach zu durchschauen. Definitely not a dream, and I'm starting to doubt the others were dreams too. Naja, mein Gott, gibt ehrlich gesagt irgendwie Schlimmeres. Ah, gut, wir können ein bisschen schneller schwimmen. Ja. To explain what I feel, but it isn't fear. Not a bit. Können wir in die Wasseroberfläche? Ja. Ist aber ganz schön dunkel hier. Another one of those gates, like the one I saw in the temple. Oh. Ah. Okay. Das war jetzt ein bisschen sehr erstaunlich gewesen hier. I'm back to being me. Wir switchen jetzt andauernd hin und her anscheinend. It's
hard for me to understand how these gates work. What happens every time I cross one of them? So, gucken wir uns mal hier um, obwohl es hier gar nicht so viel zu entdecken gibt anscheinend. Wir können zwar hier lang, aber... Ja, nee, viel ist hier nicht. Können wir uns das hier angucken? Nein. Bestimmt so eine kleine Einstimmung darauf, was wir hier machen müssen. Legen wir die Hand wieder drauf. Genau, und schon sind wir wieder im Wasser. Und damit kämen wir... Können wir damit zurück eigentlich? Nee. Auf da rein. Ach da. Another panel of this strange technology. What's it for? Something related to the currents? Sie hat sich was aufgeschrieben. Können wir uns das hier angucken? Nö. Oh, die Notizbücher können wir uns gar nicht angucken. Ey, der hatte sich was aufgeschrieben, deswegen. Da kamen wir raus. Genau. Na gut, müssen wir halt irgendwie ausprobieren. Okay, dann drehen wir einmal hin und her. Ah, okay. Die müssen zueinander finden. Also eigentlich bleibt uns ja nur das hier offen, wa? Was ist denn jetzt hier genau? Ah, okay, die müssen zum gleichen Zeitpunkt da ankommen. Und es hat sich geöffnet. Wow. Ja, jetzt lassen wir uns einfach nur treiben. The island is pierced by underground currents. Naja, aber trotzdem ist jetzt nur ein bisschen die Frage tatsächlich. Ich verstehe, dass Harry nicht weiterkam, weil wir wahrscheinlich halt das Malen uns tragen. Aber was ist mit Harry? Was ist denn trotzdem mit Harry passiert? Das Leben ist so wunderbar, denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.